Oha, 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 oha. Ladies and Gentlemen, danke schön fürs Einschalten. Ihr seht, ich habe einen hohen Besuch. Arfa, Ella, wie geht's? Hi, geht's euch gut? Ja. Mir geht's auch gut, danke. Okay. Ja, wie geht's dir? Danke, auch gut. Wir gehen sofort rein und zwar geht's, wie ihr im Titel im Trailer gesehen habt, geht's um Sarah GBS, Sarah Sarita und noch andere Kämpfe, auf die wir reagieren. Oh Mann, ich bin so gehypt. Sarah GBS gegen Sarah Sarita. Also ich bin gut mit Sarah GBS. Ich bin auch gut mit Sarah Sarita, aber ich weiß, wie verrückt Sarah GBS ist. Ich weiß, dass Sarita sehr stabil ist, aber GBS ist halt keine Gülo, weißt du? Ich denke nicht, dass eine GBS sich wie ein Helikopter im Ring drehen wird. Ich denke mal, dass wenn, so wie ich GBS auf der Straße erlebt habe, sieht es vielleicht kritisch aus für Sarita, Digga. Obwohl viele gesagt haben, die wird sie bearbeiten. Aber sind wir mal gespannt, was sagst du? Sarita. Sarita? Ich bin auch für Sarita auf jeden Fall. Okay. Sarita, Grüße gehen raus an dich. Ich bin für Sarah GBS. Let's go. Das mache ich immer. Jetzt sind wir gespannt auf die nächsten paar Minuten. Also ich hoffe, das ist für euch okay so, dass wir uns auch anschauen, wie sie reinlaufen, weil das ist für mich Feeling, Digga. Nicht direkt so mit dem Kampf. Mit was? Mit Lachgas natürlich. Ja, hinten läuft einfach eine GBL-Box. Ob das als ein Dauerhaft das heute betreibt oder ob sich das lediglich auf diese Influencer-Fight-Nights beschränkt. Dann können wir auch mal sehen, ob sie eine Entwicklung durchgemacht hat von letztem Mal bis jetzt. Technisch, boxerisch, kämpferisch. Falls Sarita gewinnen sollte. Was du schon Video kommt jetzt online, ne? Ja, weil das Ding ist, dass Sarita erfahrener ist, weil Sarita stand schon mal im Ring. GBS nicht, natürlich abgesehen von der Straße. Da was im Fuß. Hat sie mehr Kampferfahrung. Oder nicht. Ich dachte schon, kämpfen hier 4 Unzen. Also ich finde das mit der Musik so sehr gut, es gibt dann kein Copyright. Aber nur die Bandagen. Da wäre ich jetzt tatsächlich auch überrascht gewesen, hätten wir hier jetzt irgendwie mit 4 Unzen dann schon Vollkontakt gemacht. Figur stramm, muss ich hier ehrlich an der Stelle sagen, von Sarita. Ich bin sympathisch als Sarah GBS, Mann. Echt? Ja, safe. Das ist voll peinlich, die GBS. Oha, schießt du gegen GBS? Wir gehen nach vorne, Fritz. Ja, okay, komm davon. Jetzt ist tatsächlich hier im Preußenstadion richtig Programm. Sehr, sehr gut besucht. Boxhandschuhe angelegt bekommen. Den Beef von Amar und Bösemann habe ich ja verpasst. Den müssen wir uns auch reinziehen. Habt ihr Interesse, ballert's in die Kommentare. Also weil Amar47 hat ja ein Video gegen Bösemann gepostet, wo er wirklich seinen Untergang gebracht haben soll. Ich habe es noch nicht mehr angeschaut. Wenn mit euch zusammen. Boah Leute, ich sag euch, da kommt eine Veranstaltung in der Schweiz. Eine Boxveranstaltung. Kann dieser Kampf endlich mal anfangen? Meine Freundin schickt mir die ganze Zeit schon Hassblicke, weil das ich Sarah stimmt angucke. Doch gar nicht. Boah, ich guck die ganze Zeit weg, ich guck die ganze Zeit weg. Die ganze Zeit. Warum bist du denn? Hey. Ey Leute, achtet mal. Mein Gott, ich hab diesmal nichts gesagt. Achtet auf ihre Ey, Blicke. Meine Hose ist auf. Ist nicht schlimm. Hey. Achtet auf ihre Blicke. Achtet auf ihre Blicke, wenn ich so auf Bildschirm gucken will. Guckt genau hin. Vertraut mir, Leute. Ich hab's verpasst. TikTok 2. Da ist ein Ordner. Habt ihr's gesehen? Und Sarah darf heute ran. Gegen Sarah GBS, ein Sarah-Duell. Sarah gegen Sarah. So, weiter geht's. Wir holen eine weitere Kandidatin zu uns. Das ist eigentlich auch mal eine Idee, ein Tournament zu machen, nur mit den Mädels. Es gibt immer diese 8-Mann, 10-Mann-Tournaments, ne? Aber dass man hier. Jawohl, das habe ich gebraucht. Das hat gefehlt. Was das alle, mit was die da reinkommen.
Die kommt einfach mit Haftbefehl rein. 06069, ho! Wäre auch eine interessante Geschichte. Ah! Hast du Patienten im Hintergrund? Jawohl, GPS alle auf die 1. Jetzt bin ich mal gespannt. Beide ungefähr gleich groß, dementsprechend hier keine Reichweitenvorteile oder Nachteile. Körperlich ziehen. Boah, ich hab einen Kumpel, ey, die ist brutal drauf, Alter. Ich hab's Gefühl, die wird die zerrocken. Nicht ähnlich gebaut. Bedeutet, wir sind von Voraussetzungen her ziemlich auf einer Augenhöhe. Bin mal gespannt, ob das ebenso in der wilden Prügelei ausartet wie der erste Damenkampf heute. Oder ob das hier technisch eine anspruchsvollere Begegnung wird. So, meine guten Freunde, ich möchte mich erneut zuerst die Kämpferinnen vor. In der Ecke sehen wir aus Essen, sie ist 20 Jahre jung, 60 Kilogramm schwer bei einer Kampfgröße von 1,65 Meter. Begrüßen wir Sarah Sarita! Da sieht man, dass Sarah Saita ein bisschen routinierter ist, nicht aufgeregt, ziemlich ruhig bleibt stehen. Das ist die Erfahrung, die sie aus Düsseldorf mitnimmt. Im Gegenzug zu ihrer Kampagne, die doch ein wenig aufgeregter zu sein scheint. Jetzt wird hier der Kommentatorenplatz von Westen befallen. Die Laune spielt ein sehr großes Spiel. Und wenn ich mir das so anschaue, ist Sarita nicht so gut drauf wie GBS. GBS ist mega gut drauf. Nee, die hat auch da vorne Lachgas genommen. Sarah, GBS! Sarah. Okay, wenn sie Lachgas genommen hat und diesen Fight trotzdem mit nach Hause nimmt, was soll ich sagen? Sarita gegen Sarah, GBS. Ich gehe davon aus, dass wir wieder 3x2 machen. Oh, ey Leute, ich bin hier zu gehypt. Stimmt, Kapital Bra ist auch da, ne, als Gast. Er schaut mir zu. Scheiß auf den Junkie, Alter. Bist du Team Bushido, oder? Ja. Hallo. So, wie gesagt, 3x2 Minuten. Klassisches Boxen. Oha, oha, oha. Wurde in Bedrängnis geraten. Aber auch stürmischer Anfang von Sarah. Das ist kein Kino. Sarah wird echt sehr stürmisch. Aber wenn das mal nicht in die Hose geht, das powert sich jetzt schon sehr aus. Das wird, falls Sarah Sarita das wegsteckt. Oha. Oha! Oha! Was hab ich euch gesagt? Was hab ich euch gesagt? Alter! Wie auf der Straße, Digga! Die geht einfach rein, bam, die will die umbringen! Dann nach hinten raus. Boah! Mit Sicherheit bemerkbar werden. Dass sie jetzt zu Anfang des Kampfes so viel Energie entlädt. Boah, ey, guck mal Sarah Sarita an. Die ist geschockt. Die denkt sich, was macht sie gerade mit mir? Boah, Sarah Sarita arbeitet hier eher mit Schwingern. Mehr Übersicht. Guck mal. Boah, was die für eine Deckung hat. Nicht mal Jungs haben so eine Deckung. Wallah, die bleibt da so, komm, hau, passiert nichts. Geht auch mal Sarah Sarita. Boah. Okay, Luft ist weg. Boah, ey, würde man GBS trainieren, ne? Also hätte sie Luft, wie bei der ersten Runde, die wird die K.O. Brett in die Bretter schicken. Ja, GBS macht das ein bisschen intelligenter, ein bisschen cleverer, ein bisschen übersichtlicher. Sarita packt ey, bitte, das soll nicht so schnell enden, der Kampf. Cool. Das ist natürlich die Umsicht erschwert.
Tschüss. Okay, Sarita schlägt nicht schlecht, aber was soll das? Sie haut einfach auf ihre Deckung. Auf Kopf musst du hauen. Sonst ist das nix. Zum Körper! Ja, da schreit's aus der Ecke zum Körper, auf die Deckung zu bolzen. Das ist nicht sonderlich effektiv. Boah! Lieber mal einen Körpertreffer Richtung Leber. Ey, Sarita ist am Ende, ne? Ja, Mann. Sie hat ihr böse Dinge geschoben. Ich hab gar nicht damit gerechnet. Das ist schon hart. GBS hier mit den Händen zum Gesicht ist. Durch den Leberbereich und alles weitere frei. Kannst du einen guten Haken. Mal beenden. Wenn es auch nur 65 Kilo sind, was sie mir jetzt auf die Waage bringt. Wallah, die hat gerade so einen Blick auf ihr Hintern gehabt. Ich hab gedacht, die haut. Bist du geschockt? Wallah, schon todesgeschockt, Bruder. Ich hab null damit gerechnet. Sarita hat schon groß gesprochen, ne, muss ich ehrlich sagen, auf TikTok. Alter, GBS. Was anderes habe ich von GBS auch nicht erwartet, sonst wäre ich enttäuscht gewesen. Aber schauen wir, vielleicht ändert sich ja jetzt die Runde. Das war schon die erste Runde. Boah, ich glaube, die hat. Okay, die hat böse ihre Nase getroffen, weil guck mal, die fässt ihre Nase an. Oder blutet die? Boah, die blutet! Die blutet! Sarah Sarita deutlich, deutlich gezeichnet. Guck mal! Boah! Hätte ich das verarbeiten müssen in dem Kopf? Hätte ich tatsächlich so nicht erwartet. Hätte gedacht, dass Sarah Sarita durch ihre Kampferfahrung aus Düsseldorf. Ich schon, ich kenne sie. Da. Ein wenig erwachsener, ein wenig vorteilhafter. Jungfrau. In diese Begegnung startet. Auch wenn du nicht so gehen, das macht einfach. Viele Hände, aber keine davon platziert genug von Sarita. GBS da deutlich effizienter gewesen. Sarah Sarita besser in den Kampf findet hier in der zweiten Runde. Oh mein Gott! Das ist gegen Sarah GBS hier. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was machen die da? Ey, sie bearbeitet die eiskalt, wallah! Das ist untypisch. Dementsprechend ist da Sarita irgendwie in Bedrängnis geraten. Sie haben nicht gerechnet, schätze ich. Jetzt auch wieder die GBS mit dem Gesicht. Guck mal jetzt nochmal bitte. Dementsprechend ist da Sarita in Bedrängnis geraten und damit nicht gerechnet hat, schätze ich. Jetzt auch wieder die GBS mit dem. Ey, Sarita sieht gar nicht gut aus, ne? Also sie weint einfach fast. Guten Händen. Gut durchkommen. Sarita hat noch die Deckung oben, aber ich denke, so arg lange wird sie da auch nicht mehr verteidigen können. Dann einfach Sarah wie auf Straße, hä? Warum du Kabe? Warum meine Mutter du Kabe? Müsste der Löffel angreifen. Boah, die ist fertig, Digga. Ich schwöre, die ist fertig mit dem Leben. Ja, guck, die macht selber so. Oh, jetzt geht Sarita ein bisschen voran, ne? Ja, Sarita versucht jetzt auch mal einen Vorwärtsgang, aber GBS bleibt die effizientere Dame von beiden. Sarita hat schon langsam zu, glaube ich. Ja. Die kann auch nicht mehr. Also gepunktet sich aktuell. Wir sind noch in der zweiten Runde, aber ich würde den Kampf aktuell bei 20-18. GBS hat so ein, wie nennt man das, Schweinehund. Weißt du, dieses, ich muss. Das finde ich krass. Ja, GBS sehen. Bam, bam.
nicht wissen. Da ist die Energie dann auch platt. So langsam. Wir machen das über die Zeit, aber ich hab angerechnet, aber ich hab nicht mit sowas gerechnet auf jeden Fall. Ey Leute, das ist schon hart. Das ist richtig hart. Wallah, ich hab euch aber gesagt, GBS, Digga. Das ist richtig hart. Warum wusstest du GBS? Hast du schon geguckt oder was? Hä, ich war mit euch, ich hab sogar meine Ohren zugehalten. Tatsächlich überrascht ich von Sarah GBS jetzt nicht wieder, dass das Ding so anführt. Der Reporter ist geschockt, ihr seid geschockt, die Zuschauer, alle sind geschockt. Ich hab, Sarah hat mir selbst ihre Schlägereien alle mal geschickt privat. Wallah, ich wusste das. Bam, 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 Digga. Wow, wie die gibt. Ja, sie arbeitet richtig so von unten nach oben. Boah. Bei uns an. Aber muss sagen, Respekt, Digga, dass sie so hart reingeht. Ich schwöre. Respekt, dass sie da reingeht. Krasser. Müsste er der nächste oder übernächste Fight sein. Cool, cool, pop, pop. Miese Treffer. Ich bin gespannt. Ich schätze aber, die dritte Runde wird verlaufen wie die ersten zwei. Klares. Oh, es gibt noch eine Runde. Geil. Er hat geflogen. Bruder, schon Ende Gelände für sie. Das war aber keine Aufgabe offensichtlich. Ja, aber trotzdem schon Ende Gelände für sie. Wenigstens ja, auf geht's. Machen die weiter. Dritte und letzte Runde. Gibt auf. Ich hab gesagt, GBS auf die 1. Bei mir. Also, Ritter kriegt keine Hand platziert. Boah. Guck mal, das ist so richtig, das ist so Karma, hä? Immer wieder, aber. Erfolglos. Boah, da fiel jetzt ein Kuss an. Also, ich denke, wir sind uns alle einig. Wird. Solange nichts Unvorhergesehenes passiert, diesen Kampf. Boah. Gewinnen. Und Sarita hat noch die Chance, über einen K.O. jetzt zu arbeiten, aber das sehe ich als äußerst unrealistisch an. Ja, so gut, Sarah versucht aber. Voll die Süße, Mann. Sie guckt, die versucht. Wallah, die Arme, ja. Ich weiß, 30 Sekunden haben wir noch, aber das Zimmer ist durch. Da kommt doch nichts mehr von Sarita. Der ganze Kampf über kam schon nichts Verwertbares, nichts Brauchbares. Aber jetzt ist die Luft dann doch endgültig raus. Das war's. Für den Kampf ganz, ganz klar. Ja, eine Flasche nach Gas, ja! 30:27, wenn ihr mich fragt. Ich bin gespannt auf die nächste Paare. Was denn? Nichts, alles gut. Ich mach einfach weiter, Bruder. Dieser, guck mal, mein Extensions, ob der noch dran ist.
Aber meiner sitzt auch noch, oder? Ja. Sehr gut. Bruder, die kämpfen einfach mit Wimpern. Wie bleibt das dran? Das verstehe ich nicht. Ich weiß noch bei mir, als diese Kämpfe bei mir waren. Burak gegen Momo. Queen Drama hat ihre Wimpern, waren auf einmal hier oben. vor allem, die eine Wimper haben wir so alle gesucht, ne? Und nicht mehr gefunden. Die hat voll Terror gemacht. Queen Drama, ne? Dein bester Freund. Voll Terror gemacht. Und Angelo, mein Trainer, ruft mich so an. Er schickt mir Foto. Er sagt, ey, die wollt euch doch anzeigen. Ich so, ja, weil er seine Wimpern gesucht hat. Einen haben wir gefunden, eine war verloren. Er schickt mir Foto. Die eine Wimper hat einfach auf diesen Boxhandschuh geklebt. Der hat den so eine gegeben. Einfach auf eine Boxhandschuh. Als die Jungs trainiert haben, haben die gesagt, hä, was sucht ein Wimper auf meinem Boxhandschuh? Also, wir ziehen uns den Kampf von Momo und Magomed rein. Ich bin gespannt, Digga. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wie wir alle wissen, ist Magomed ein guter Fighter. Momo ist zwar noch Anfänger, kann man sagen, aber Momo ist auch nicht schlecht. Beide sind gut. Ich bin echt gespannt. Herzlich willkommen für die blaue Ecke. Magomed. Und jetzt der Kämpfer für die rote Ecke. Wir begrüßen recht herzlich. Der macht Ratschlag. Willkommen für die Handwerke Momo Kaplan. In der blauen Ecke begrüßen wir den Kämpfer aus Braunschweig. Er ist 19 Jahre jung, 70 Kilogramm schwer, 1,76 Meter groß, hat 2 Jahre MMA-Erfahrung. Trainiert wird er von drei Gyms. Begrüßen wir recht herzlich in die blaue Ecke Magomed, das Urai Suleiman. Das einzige heutigen Tage für seinen Gegner. Leute, seid ihr für Momo oder Magomed? Schreibt mal in die Kommentare. Ich werde meine Gegner mit seinem Knochen essen. Momo. Liebe Grüße in der schwarzen, in der roten Stunde. 21 Jahre und 68 Kilogramm schwer, 1,78 Meter groß. Erfahrungen hat er beim Boxen und MMA gefangen. Heute hat er grauen Höhen. Sein Zitat, wer kann verlieren, wer nicht kämpft, hat schon verloren. Begrüßen wir recht herzlich Mohammed Uka Kaplan alias Momo. Was war das jetzt? Habe ich überhaupt nicht verstanden. Auf 3 Runden hat 2 Minuten. So, da sind wir wieder im MMA. Wer hängt das? Ja, ich glaube, das liegt noch an dem Video. Das liegt schon nicht. Hä, warum hängt das so? Ihr seid mit dem WLAN oder was? Vielleicht deswegen, geht mal alle raus. War doch eigentlich alles perfekt gewesen. Ja, ich weiß, aber manchmal kann sein, dass der Faxen macht. Geh auch mal raus vom WLAN, bitte. Los geht's, Runde 1.
auch direkt an mit. Die haben sich ja sogar beim Face-Off gefetzt, ne? Kicks, Low Kicks. Für den Oberschenkel. Was war das für ein Kick eigentlich? Kicks, Low Kicks. Für den Oberschenkel. Gemacht, braucht natürlich auch wieder einen Haufen Energie. Der fliegt einfach selber hin von seinem Kick. Lamomo. Der Benefit von den Fights, dass wir dreimal zwei Minuten machen. Olem, soweit ich weiß, sind das Ringe. Aber wie kannst du dich mit einem Ringe auf den Boden werfen? Das bist du lebensmüde oder was? Du musst den im Stand bearbeiten erstmal. Das heißt, wir haben eine ziemlich kurze Rückenlänge für das MMA. Kämpfen wir normalerweise 3x5 Minuten oder im Titelfight 5x5. 3x2. Zwei Pausen nach jeweils 2 Minuten. Das ist natürlich. Was ist jetzt passiert? Ich glaube, trotz dass er Schutz hat, wenn er ihn unten trifft, wird es wild. Weniger anstrengend für uns. Hm? Er fällt, er fässt einfach seinen Arsch an, Digga. Guck mal. Was hast du gesagt? Ich verstehe jetzt nicht ganz, was für ein Fehltreffer das war, ob das ein Tiefschlag war. Ein starker Mann, das ist gegen Magen. Oder nicht? Ja, Seilspringen, oder ich schwöre. Was ist das, Alter? Das nennt man Hämorrhoiden, glaube ich. Ah, du meinst diese, dass es hängt, oder? Ja. Ach so, ich dachte, du meinst, wie sein Himmel wieder. Gibt's ja, offensichtlich Habibi Mush, liebe dich. Irgendwelche Beschwerden? Bei Momo? Hat er einen Tag vorher Hot Chip Challenge gemacht? Bruder, tat ist der Kratsch am Arsch und der gibt einen Magen mit Hand, Bruder. Boah, sehr, sehr guter Takedown hier. Olum, du bist im Stand gut. Ich weiß es doch. Kämpf doch mal im Stand, Amanakoyim. Ja. Von Momo noch gut fertig gemacht. Der hat sich die Position oben gesichert. Und jetzt eventuell über einen Rear Naked Choke arbeiten. Er darf sich niemals klammern lassen jetzt. Niemals. Ist den Arm nicht ordentlich platziert. Er hat auch seine Beine. Komm, 19 Sekunden, du Idiot! Ja, jetzt drin. Ich glaub, 19, 10 Kick. Sekunden. Ist glaube ich nicht richtig drin. Ist nochmal gelöst. Die reden miteinander. Ja, da muss der Lock zum Hals. Der muss endlich stattfinden. Sonst kann er aus der Aktion gut die Glocke rettet. Fahrradglocke. Das ist das Thema, das wir hatten. Wir haben nur 2 Minuten Runden. Besser als das ist natürlich hier irgendwie eine Grappling-Aktion zu starten oder durchzuführen, zu beenden, sehr schwierig. Weil das eben meist zeitaufwendig ist. Ich glaube, bei denen ist es so in der Kultur, also Tradition, dass man bei denen da drüben Kampfsport machen muss. Wie bei den Chinesen, die Kung Fu machen. Ich kenne keinen Tschetschen, der irgendwie Dings ist. Kfz-Mechatroniker oder sowas. Ja. Oder der Klavier. Weißt du, oder Architekt, alle Fighter. Immobilienmakler. Was machst du beruflich? Oh, ich bin Fighter. Ja, trotz der kurzen Runden raubt das augenscheinlich für die Jungs trotzdem die Luft. Die schweren Pumpen beide. Wird hier auch in der Ecke nochmal besprochen. Ich schätze mal, dieses Thema mit dem Rear Naked Choke. Dass man das nochmal aufgreifen, nochmal probieren möchte, probieren soll. Thank you.
ehrlicherweise sehe ich da auch die größten Erfolgschancen. Ich liebe euch. Das ist Babys machen. Ja, Olem. Wallah, er regt mich gerade auf, Momo, wenn du das siehst. Kämpf doch mal ein bisschen im Stand, Lan. Game. Seine Schwäche zu sein scheint. Ja. Da geht es nochmal auf den Boden, da probiert man nochmal. Jetzt hat er ein bisschen. Über den Rear Naked Choke zu arbeiten, über das Grappling zu arbeiten. Ich hätte den Kampf tatsächlich vorher als einen Stand-Up-Fight eingeschätzt. Die Füße einfach. Ja, der klammert ihn. Das bewahrheitet sich aktuell nicht. Aus, ne, das Grappling ist aber sehr, sehr kräftig zählend. Also, die Jungs, die verballern da richtig Energie. Weißt du, wie viel Kraft das kostet da auf dem Boden? Glaub mir das. Und wir haben noch mal eine Runde. Dementsprechend. Ich bin gerade ein bisschen überrascht, den Ellenbogen erlaubt. Da hat er gerade versucht, in den Ellenbogen Richtung gehen. Ich meinte, wir kämpfen hier B-Klasse-Regeln: kein Ellenbogen, kein Knie. Den jetzt hier zurechtlegen. Oh! Das Zeit aufreibend. Aber Ref geht dazwischen. Kampf. Was? Kampf vorbei? Vorbei. Ich habe. Olem, wieso kämpfst du auf dem Boden? Du bist doch gut im Stand. Auch diese zwei Kämpfe, wo er bei mir gemacht hat. Mhm. Ich habe ihm gesagt, nee, drei Kämpfe hat er sogar bei mir gemacht. Ich habe ihm gesagt, kämpf immer im Stand, weil du bist gut. Du wiegst nicht viel, was willst du auf dem Boden? Vor allem ist der andere Ringer, weißt du, der hat viel mehr Erfahrung. Ich will nicht unbedingt erkennen können, dass er nicht mehr in der Lage war, sich zu schützen bzw. zu verteidigen. Dementsprechend ein wenig überrascht. Ah, Abfuck, Digga. Okay, Hauptsache Highlight des Tages war Sarah GBS gegen Sarah Sarita. GBS auf die 1, ich küsse dein Herz, Sarah, wenn du das siehst. Stark gemacht, GBS. Wallah, sehr Glückwunsch, stark gemacht. Glückwunsch für den Sieg. Wallah, ja, sehr. Und an Sarita gemacht. Kopf hoch. Nächstes Mal machst du es besser. Wallah, ihr wisst Bescheid, Glocke aktivieren, Kommentar da lassen, liken. Ich will auch Gas. Sind wir mal gespannt auf die nächsten Fights, Alter. Boah, ich bin so gehypt.